Wenn Sie morgens aufstehen, richtet Ihr Körper alle Muskeln, Knochen, Sehnen und Gelenke auf natürliche Weise. Wenn Ihre Bewegungen schmerzen, weil Ihre Wirbelsäule blockiert oder Ihr Ellenbogen 4 Wochen im Gips lag, oder Ihre Muskeln verhärtet sind, dann helfen verschiedene Techniken, wie Streichen, Dehnen, Drücken oder Kneten. Ich lockere so Ihre Muskeln und mobilisiere Ihre Gelenke. Alle Gelenke, Muskeln und Nerven spielen wieder miteinander. Ihre Schmerzen nehmen ab. Sie bewegen sich wieder schmerzfreier. Die manuelle Therapie bedient sich sowohl aktiver, wie auch passiver Techniken. Es werden Muskeln gelockert, blockierte oder eingeschränkte Gelenke mobilisiert und anschließend mit Übungen stabilisiert. Das Ziel der manuellen Therapie besteht darin, dass die physiologischen Funktionen der Muskeln, Knochen und Gelenke wiederhergestellt werden. Sie erhalten anschließend Übungen, um ihre Muskeln zu stärken. Ihre 650 Muskeln halten ihre Gelenke und Knochen. Sie fallen ohne Muskeln zusammen, wie ein Kartenhaus. Ich bin eine Physiotherapeutin, die die manuelle Therapie durchführen darf. Rufen Sie an und vereinbaren Ihren Termin. Ihre Physiotherapeutin Vicky.